Yo, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blau No Evolution Challenge in dem Kampf-Dojo in Saffronia City. Im letzten Part haben wir uns hier durch die Trainer geburschtelt und der eine hatte ziemlich ekelhaftes Rasen auf Level 36. Aber jetzt können wir dem lieben, guten Typen hier hinten mal ordentlich einen auf die Mütze geben. Willkommen! Ich bin der Kartemeister. Ich leite diese Pokémon-Arena. Du forderst mich also heraus? Also gut, ich kenne keine Gnade. Los geht's! Um das sicherzustellen, das hier ist kein normaler Hähnerleiter. Der tut nur so. Und der hat Kiki und Nocturne, glaube ich, ja. Was? Oh, verdammt, wir sind so tot. Wir können nur darauf hoffen, dass... Ah, scheiße. Wir können nur darauf hoffen, dass der gleich mal Sprungkick einsetzen wird und dadurch hinfällt und sich selber verletzt. Wow, das war gut. Das war wirklich gut. Bitte überlebt das. Ja. Rasierblatt Crit, bitte, 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 jawohl. Und Nocturne. Da wir eh nicht mehr viel machen könnten, ich denke mal nämlich, dass wir jetzt sowieso auf die Bretter gehen, wir sind eh nicht schneller als das Nocturne, gibt's einen Beleber für Vogel. Ich hoffe, dass der nicht Donnerschlag kann. Oh, fuck. Ah, wir können noch einen raushauen. Nehmen wir noch das Rasierblatt hier. Wow. Jawoll. Noch ein Crit bitte und dann war's das. Nein. Aber der ist tot. Wir haben auf jeden Fall gewonnen, denn wir hätten mit Pikachu auf jeden Fall Ruxukeep. Und dagegen kann er nichts machen. Aber wir haben es auch so geschafft. Fett. Cool. Vieh hat's gerettet. Schwarzgurt besiegt. Arg, ich wurde geschlagen. Wurdest du. Ich bin deiner Gnade unwürdig. Trotzdem flehe ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eines von beiden aus. Wir speichern mal kurz. Ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich auswählen kann oder ob man sagen kann, nimm das und dann hast du es auf jeden Fall sofort im Inventar. Ich hätte gerne Kikli, glaube ich, oder? Ich hätte gerne Nocturne. Oder hätte ich gerne Kikli? Ich weiß es nicht. Ist trittstarke Pokémon? Nein. Nocturne? Das ist jetzt eine gute Frage. Nein, wir möchten Kikli. Ja. Kikli! Wir geben Kikli einen Spitznamen. Und nennen es... Phil. Passt. Ahnet Klärchen. Und ich würde sagen, im nächsten Schritt bewegen wir uns schon mal ganz grob Richtung Pokémon Center. Ganz grob. Ganz, ganz grob. So. Dann gucken wir mal eben, was unser Kikli kann, auf welchem Level es überhaupt ist. Ich meine, es ist Level 25. Aber ich weiß es gerade nicht mehr genau. Level 30 sogar. Wow. Wir können Voltoball wie auf die Bank packen. Das brauchen wir nämlich nicht. Ablegen. Voltoball. Denn Blitz brauchen wir so bald nicht wieder. Wenn überhaupt. Ich bin mir da gerade wirklich nicht sicher. Aber ich meine, wir brauchen es gar nicht mehr. Ich glaube, die Siegesstraße ist auch so hell. So, das nächste, was wir machen müssen, war jetzt, glaube ich, die Sylph Corporation. Nicht? Ah ne, wir müssen erst nach... Ach ja, richtig, wir müssen erst nach Prismania City in die Spielhalle. Genau, da war ja was.
Genau, wir waren im Grunde vollkommen umsonst hier und haben uns von Leuten verprügeln lassen. Da war ja was. I remember. Ich hätte trotzdem gerne noch ein cooles Wasser-Pokémon. Ich weiß noch nicht welches. Möchte ich Phlegmon? Phlegmon wäre natürlich so cool, könnte Psychokinese lernen, ne? Oder nehme ich ein Aquana? Gar nicht mal so einfach, diese Frage. Ich hol mir erstmal Evoli. Ist natürlich schon cool, ein Aquana zu haben, ne? Hatte ich noch nie. Ja, ich glaube, das mache ich. Und einfach auch, um mich zu bedanken. Evoli. Ja. Bekommt Evoli den Spitznamen Vrania, an die Anlehnung dafür, dass sie auch mich in ihrem Let's Play mit Evoli Vrania genannt hat. Stellen wir eine kleine Parallele her und machen uns ebenfalls ein Aquana. Nein, dürfen wir ja gar nicht. Nein! Nein! Wir dürfen es ja nicht entwickeln. Ah! Kann ich nicht. Nein. Es tut mir so leid. Nein. Es tut mir so leid. Es muss auf die Bank kommen. Nein. Wir dürfen das ja gar nicht benutzen. Also benutzen dürfen wir Evoli schon, aber ich möchte Evoli gar nicht benutzen. Weil Normal-Pokémon brauche ich nicht. Ich brauche ein Wasser-Pokémon und ich muss Surfer irgendwie beibringen. Ah. Mein Gott, konzentrier dich, Junge. Ja, die Challenge greift. Die Challenge greift. Die Challenge greift. Bills PC. Umlagerungssystem ablegen. Evoli. Obwohl ich schon eine coole Idee habe für ein Wasser-Pokémon. Und ich glaube, das werde ich auch durchführen. Aber das kann ich jetzt noch nicht machen. Das muss ich beim nächsten. Jetzt muss ich erst einmal nachgucken, ob das möglich ist. Das gibt es dann im nächsten Party-Info dazu. Ich würde gucken, was Kikli alles überhaupt kann. Und die Werte. 81 Angriff. Einigermaßen schnell. Ja, das geht. Doppelkick und Meditation. Gut, Doppelkick ist ein Kampfattacke, das reicht mir. Wer will ich gar nicht. Du hast ein Radikal. Und damit hau ich dir jetzt mal aufs Maul. Verschwinde von dem Poster oder ich muss. Ja, was musst du, hä? Was musst du, hä? Was willst du? Mit mir kämpfen, okay. Oh, was für eine Überraschung. Hast du sogar zwei Radikal? Nach dem Pokémon-Kampf eben kommt mir das jetzt so unheimlich lächerlich vor, dieses Radikal. Und wir kicken das mal eben ins Nirvana. Tschüss. Too bad, the zoo bad hatten wir schon lange nicht mehr. Go for it, Janet. Da gibt's einen Donnerschock. Jawohl. Mist. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Er geht jetzt durch die Treppe, die wir jetzt erst offenlegen. Seltsam, hinter dem Poster ist ein Schalter. Mal sehen. So. Er ist einfach durch die Wand gegangen, das heißt, dieser Trainer ist offensichtlich tot. Okay, Kiddings. Was sind wir hier? Rocket Versteck. Du hast Mut, hier reinzuplatzen? Ich dachte, hier gibt's was umsonst. Ich bin nur hier wegen der Brötchen. Rocket möchte kämpfen und er hat Radikal. Gut, dass wir Phil nach vorne haben. Dafür gibt es auf die Mütze. Dafür gibt es auf die Mütze. Ich überlege gerade, warum Phil bitte Meditation kann. Welchen Sinn hat es, einem Kampf-Pokémon Meditation beizubringen? Erhöht Meditation nicht die Spezial... Ah gut, Spezialwert ist hier noch beides geteilt. Erhöht dementsprechend auch den, die Spezialverteidigung. Okay, in dem Fall macht es Sinn. Wenn es aber jetzt wie später dann nur den Spezialangriff erhöhen würde, wäre das absolut sinnfrei, weil Kampf-Pokémon eher selten Spezialangriffe erlernen.
Aber das hat hier eine Funktionsweise, die mir vollkommen unbekannt ist. Normalerweise benutze ich solche Angriffe auch gar nicht. Mist, versagt, zumindest nicht im normalen Spielen. Im Competitive natürlich schon. Obwohl ich da eher auf sowas wie Klingentanz oder sowas stehe. Drachentanz. Drachentanz ist eine geile Attacke. Klingentanz geht. Schwerttanz meine ich nicht Klingentanz. Klingentanz ist, glaube ich, ein normaler Angriff. Schwerttanz meine ich. Schwerttanz ist cool. Wirklich cool. Du hast einen Zubat. Du hast einen Zubat. Da bin ich mir ganz ziemlich sicher, dass du Zubat hast. Wie kommst du hierher, Kleiner? Hast du Zubat? Doch, du hast einen Zubat, oder? Komm schon, du hast einen Zubat. Na gut, das geht aber auch noch. Ich hätte natürlich jetzt auf T-Rex wechseln können. Boah, bitte. Stirb doch einfach. Na, was wird blockiert? Donnerblitz. Na, okay. Das gesehen? Blockiert! Jetzt nicht mehr. Das war ja echt lang. Macholo. Da gehen wir mal wieder auf Vogel. Auch wenn Vogel schon ziemlich hoch trainiert ist, aber... Kann nicht schaden. Wirklich, es kann nicht schaden. Boah, Schnabel. Sicher ist sicher. Und wir haben die AP. Ja, erst hinkte Vogel so ein bisschen hinterher. Mittlerweile ist es extrem stark geworden. Autsch, geschlagen! Mhm. Ist hier noch irgendwas? Nee, wir waren... Nee. Das ist nachher der Ausgang, genau. Wir müssen die Treppe weiter runter. Was ist das hier mit den bewegbaren Bodendingern da? Mit diesen, Fließbändern? Ja, ist es. Der Boss sagt, das Silphscope macht Geister sichtbar. Bekommt man das hier schon? Stimmt, ich glaube, das bekam man hier schon. Oder? Ach, ist ja egal, wir werden sehen. Zubat! Da müsste Donnerschock reichen. Level 17. Wie schwach, ne? Wie viele Pokémon hatten wir denn gehabt? 4 oder 5? Oder sogar 6? 5. Schmoggern. Da gehen wir mal für Q-Rex. Auch wenn es irgendwie Verschwendung ist, für so ein billiges Pokémon einen Schaufler rauszuhauen, aber... Naja, wir müssen alle noch ein bisschen EP sammeln, ne? Q-Rex und Janet hängen so ein bisschen hinterher. Das müssen wir ein bisschen ändern. Nächste Arena könnte Q-Rex ziemlich gut werden. Aber ich hoffe, dass es bis dahin entweder, dass wir einen AP Plus finden oder dass es noch eine andere gute Attacke lernt. Denn nicht mit 10 Schaufeln kommen wir in der Arena nicht weit. Da müssen wir ständig rauslaufen, um zu heilen. Und eigentlich wahrscheinlich nur, um die AP aufzufüllen. Weil Q-Rex sich runterschaufeln wird, nicht getroffen wird, heißt es also keinen Schaden und nach dem Schaufler ist das andere Pokémon eh tot. Von daher bringt das im Grunde dann nicht viel da. Wir könnten Elixierer kaufen, ne? Obwohl, wir haben noch Äther. Ah, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ah. Wow, macht das wenig Schaden. Gut, wir sind aber auch ziemlich hoch vom Level her, ne? Und der, die Verteidigung von Phil war auch nicht schlecht, muss man dazu sagen. Die sah zumindest nicht so schlecht aus. Irgendwie knapp über 50, glaube ich, waren das, glaube ich. Ne, das war die... Das war 44. So, wir gucken mal. Ich meine, da oben ist ein Sonderbonbon. Das Problem an diesen Bodenplatten ist, die sind so extrem langsam. Ich finde die Musik hier dann eigentlich ziemlich cool. Hat so was Fieses und Gemeines. Nugget! Irgendwo ist aber auch ein Sonderbonbon hier, da bin ich mir gerade ziemlich sicher. Hier hinten? Oh, komm schon! Das war TM 28, ich glaube Schaufler, ne? Machen wir so. Was ist das hier? Mondstein. Das ist, glaube ich, der Digitar. Damit brauchen wir nämlich sowieso nicht, wir dürfen keine Pokémon entwickeln. Abgesehen davon hätten wir, glaube ich, gar kein Piep oder Pixie. Was haben wir hier? TM7, was ist das? Da möchte ich kurz nachgucken, was das ist.
Hornbohrer. Nein. Das ist zwar ein One-Hit-KO-Move, aber der trifft nie. Zumindest bei mir nicht. Ich habe das noch nie geschafft, mit einem One-Hit-KO-Move zu treffen. Außer mit meinem Valreiser, ein Rubin damals. Das konnte aber Willenslaser und danach trifft die Attacke immer. Das konnte dann Eiseskälte, glaube ich. Habe ich ihm beigebracht. Aber ansonsten habe ich noch nie Glück gehabt. Auch Geofissur oder sowas. Nee. Nee, nee, nee. Irgendwo unten war noch ein... Hier gab es irgendwo einen Sonderbonbon. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass hier irgendwo ein Sonderbonbon rumliegt. Das kann nicht sein. Irgendwo liegt hier das Bonbon. Das Bonbon liegt hier irgendwo. Hallo Bonbon, da bist du Bonbon. Du bist ein Sonderbonbon. Doch, du bist eins. Ganz, ganz sicher. Du bist ein Sonderbonbon. Und, habe ich recht? Super Trank. Fängt immer mit super an, aber nicht das, was wir wollten. Hm. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube, wir brauchen den Ausgang da unten. Habe ich mich hier wohl doch vertan? So. Runter. Und den oberen. Passt. Und gehen hier in die Treppe. Oh, das war knapp. Komm, wir kämpfen gegen den. Aber hat der hat Normal-Pokémon? Hat er Normal-Pokémon? Der hat Normal-Pokémon. Wir setzen Phil nach vorne. Was willst du überhaupt hier? Ma-O-Am! Ma-O-Am! Nee, Doppelkick. Wir haben leider auch keine guten TMs, die wir ihm beibringen könnten, ne? Aber es kommt schon noch. Solange es eine Kampfattacke kann, ist mir der Rest egal. Einfach nur, weil ich endlich diese Normal-Pokémon schnell aus dem Weg geräumt kriege. Hatika mit Hyperzahn würde mich so auseinandernehmen, wirklich. Das wäre krass. Wir haben jetzt übrigens zwei Basis-Pokémon im Team, nämlich Phil und... Wir haben ein Basis-Pokémon im Team. Nur Phil, oder? Ja. Ja. Klar. Moment. Ja, doch, wir haben ein Basis-Pokémon im Team. Sehr gut. Das gefällt mir. Dann haben wir nämlich fünf, die sich noch entwickeln können. Und da packen wir dann auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon rein. Irgendwas Schönes. Dann passt es eigentlich. Das kann nicht funktionieren. Ja, da hast du ganz recht. Und trotzdem versuchst du es. Du Nasenigel. Was haben wir hier? Hypertrank. Schön. Und was willst du? Alarm! Eindringlinge! Alarm! Alarm! Rocket möchte kämpfen oder hat Slimer. Ah, wir hätten wechseln sollen. Können wir jetzt immer noch machen. Das passt. So viel wird dieses Slimer nicht anrichten können. Schaufel es unter, Curex. Ich hoffe mal, dass ich gleich nicht irgendwo noch ein Äther anwenden muss, weil... Na doch, wir haben noch 10 AP, das passt. So, dann machen wir gleich ein paar Pokémon ohne, weil ich glaube, ich werde gleich noch ein paar starke Schaufler brauchen. Denn ich meine, hier erwarten uns auch schon die ersten starken Rocket-Typen. Aber kann sein, dass ich mich jetzt noch irre. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Das ist wirklich schon zu lange her. Gut. Und ein letztes Smoggon. Schade, dass wir dem Pokémon die Zimmerschaufler beibringen könnten, dass es dann 20 AP hätte. Weil wir haben noch die TM für Schaufler. So. Und ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter. Wenn wir uns hier durch das geheime Rocket-Gebäude unter der Spielhalle kämpfen.
Bis dahin und ciao.